Ich laufe falsch, ich laufe zum Fluss so. Aber wenn jetzt hier einer in der Nähe ist, hat er mich eh schießen hören. Deswegen könnte das eh gleich vorbei sein. Könnte auch der Grund sein, warum das Haus gelootet war. Problem ist, ich werde jetzt gleich nicht sagen können, wo ich verrecke, ne? Also nur so am Rande. Da kann ich nur gucken und vielleicht finden wir uns. Na doch, ich könnte es ja grob sagen. Grob kann ich es dir sagen. So. Und nichts zu trinken in der Nähe. Aber das Lagerfeuer ist tot. War aber auch gefährlich. Ein wildes Lagerfeuer, aber sowas von. Ich habe es auf jeden Fall erschossen. Es kann es keinem anderen Spieler mehr was anhaben. Ich könnte ja auch. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber ich laufe jetzt einfach mal hin. Vielleicht ist da ein Brunnen in der Stadt. Ja, vielleicht andere Mitspieler, man weiß es nicht so. Wo bist du denn jetzt? Da bei der nächstgrößeren Stadt. Ah, okay. Da. Soll ich da auch hinkommen? Ja. Da steht auch schon wieder alles offen. Also ist da, aber ganz ehrlich, wenn da, wir sind ja 64 Mitspieler, also wenn der Server voll ist. Und wenn jeder irgendwo in der Ecke spawnt, und die ganze Stadt lootet übertrieben gesagt und keiner findet danach mehr was, wäre das ein bisschen ärgerlich und ein bisschen blöd auch. Das ist ein Zombie. Komm, bevor ich die Knarre verliere, kill ich einen Zombie. Andere Mitspieler, Zombies, Mechs, geh rein. Aber so hat von. Bei mir war ein Schwein in der Nähe. Ich hoffe, es war ein Schwein und kein Bär, der mich verfolgt. Bitte? Was ist das? Ein Zombie? Alter, willst du mich verarschen, oder was? Scheiße, da kommen mehrere Zombies. Ich bin im Sack. Der hat zwei Schuss mindestens gefressen. Ja, komm, komm, ich schaffe es. Ich schaffe das noch. Mach. Wieso treffe ich den jetzt nicht mehr? In Zeitlupe. Dash. Komm, 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 gib alles. Danach 98.000 Stunden haben wir uns gleich gefunden. Ach komm jetzt, was ist doch... Und sterben. Wie viel frisst ihr denn? Wieso treffe ich den nicht immer? Ach komm jetzt! Ey, das hat jetzt aber gedauert, oh meine Herren. Na gut, ich habe 0% Energie, 0% zu trinken. Ich gehe mal davon aus, dass die nichts zu trinken dabei haben. Also ich sollte mich vielleicht mal so ein bisschen Richtung Häuser beeilen. Ich weiß nicht, mit der Mistgabel kämpfe ich lieber in Ich habe einen Kohl, willst du den Kohl haben? Den Helmut? Nein. Ein Kohlkopf. Bin jetzt auch da. Echt jetzt? Ernsthaft? Ja, guck. Kohl, aber Kohl, ich brauch trinken. Ich weiß nicht, ob mir Kohl was bringt. Wo bist du denn reingegangen? Du bist hier vorne reingelaufen, ne? Ja, da vorne rechts im ersten Haus bin ich direkt. Toll, jetzt haben wir uns gefunden, jetzt verreck ich. Ja, dann hast du wenigstens mal Loot. Ja, aber auch wenn gelootet worden ist, man kann ja vielleicht gucken, vielleicht brauchte derjenige irgendwas nicht. Team Deathmatch, Sektor 4B, da sind wir zum Glück nicht. So, ich esse mal eine Ananas, vielleicht kriege ich auch was, ja, Feuchtigkeit. Die ist ja saftig. Hm? Bisschen Wasser. Man merkt, dass ich das nicht gewohnt bin, mit dem Außentastatur zu spielen. Ich krieg Krämpfe in den Händen. Wie macht man das längerfristig, diese Taste drücken? Muss ich das gar nicht? Ist es so wie bei dem einen Spiel, wo ich andauernd gedrückt habe?
Ey, ich kann nichts dafür. Kotzt du da jetzt rum? Ich weiß es nicht, vielleicht Ananas auf nüchternen Magen, ohne was zu trinken, nicht gut. Man weiß es nicht so genau. Ich hätte die vorher schälen müssen. Ah, der kann die auch so essen. Soll ich mal nicht so anstellen? Und, hast du Wasser wiedergekriegt? Die Pussy. Nein. Ich bin das hier, ich komme rein. Hallo? Das ist auch schon neu. Möchtest du den Kohl haben? Alter, die Tätowierung sieht so scheiße aus. Ja, ich bin voll der Emo, Mann. Da, guck. Da, nimm den Kohl, er ist ein Geschenk. Das haben wir bei dir abgeknallt, während wir hier blöd gegenüber rumstehen. Aber jetzt kotzt er wieder. Und über Kohl philosophiert. Warum gibt alles? Oh, gibt der mir jetzt hier tatsächlich? Also ich habe gerade eine Technik Sweetjacke gefunden. Entweder konnte derjenige, der hier drin war, das nicht brauchen. Und? Ah, oh, ist alles. Jo, der gibt mir Wasser. Das ist gut, danke. So, ich habe leider die eine Waffe nicht mitgenommen jetzt, ne? Ist nicht schlimm. Ich meine, hätte ich machen können. Hätte ich Mist gehabt. Ja gut, da hätte ich mich aber bei den Zombies nicht verteidigen können. Wäre mein Tod gewesen. Aber lass mal weiter looten hier. Gehen wir mal weiter, stimmen wir die Kanone. Gefunden. Wasser. Water, I found some water. Da vorne ist ein Brunnen. Ja, ich meine, ich könnte auch im Klo was trinken gehen, aber... Ne, das geht ja irgendwie nicht, ne? Nix in der Mikrowelle. Haben sie was in der Couch versteckt. Die kann ich nicht durchsuchen. Hier, der Ort scheint wohl gut zu sein. Hier findet man wenigstens noch ein bisschen was. Wo bist du denn? Ach, da vorne am Brunnen. Sag doch, wenn du woanders hingehst. Ich habe sogar gesagt, ja gut. Ich habe nicht gesagt, ich hingehe. Kotzt du schon wieder rum? Krank oder was? Warte mal, was hat der denn hier? Was haben wir denn? Wir haben noch genug Blut. Eine Ananasvergiftung. Vielleicht war ja auch schon neuer Loot da, wer weiß. Eine habe ich verloren. Phase 1 krank, Phase 2 untreated. Also, Alter, bist du das? Ja, ich bin hier am Rennen. Mann, sag doch, wenn du da einfach rumrennst wie so eine Irre. Ich denke, das ist ein Mitspieler, der mir ans Leder will hier beim Trinken und beim Rumkotzen. Ich möchte wenigstens in Ruhe kotzen können. Ich auch trinken. Geh weg. Guck, wir trinken gleich. Man kriegt ja nicht mehr. Es muss alles raus, ja. 30%, das steigt jetzt nur ganz leicht, ne? Ja, aber was vergessen? Ich habe doch hier den das Dings gekauft. Wir haben doch das extra. Ich muss doch nur mal... Achte. Eine Runde Drission. Ja, komm, dann gehen wir mal hier vorne hier in diesen Raum rein. Nee, ich gehe hier so hin, oder? Ich setze mich jetzt hier rein, so. Damit mich beim Kacke noch ja keiner beobachten kann. Bist du denn auch schon kaputt gegangen? So, jetzt machen wir schöne Täufchen. Die wackeln auch so. Hast du das gesehen? Du hörst das nicht. Doch, das höre ich. Ich meine, da macht das ja auch. Achso, du bist auch im Kacken. Na, sehr gut. Ach, guck mal, da ist mein Secret Item. Ich sag nicht, der hat eine Dose ausgekackt. Ich geh kaputt. So, mein Freund, komm, beweg dich mal nach vorne. So, wo ist denn wir gucken Secret mal, was Item? Wir jetzt Tolles hier bekommen haben. Eine Schokoladentafel. Oh, ein M9-Magazin. Also so eine Tafel quer hinten rein, das, also... Nee, mach mal das mit dem Magazin. Der Magazin ist doch schmaler. So eine Tafel, hör mal, der hat ja auch gut, man könnte die knicken vielleicht, ne? Da kommt doch der Begriff her, kannst du knicken übrigens. Nur mal so am Rande. Also, essen haben wir aber genug. Bist du mal am Trinken? Ich bin gerade wieder am Trinken. Ich trinke mich hier jetzt einmal. Oh, ich gleich verdurste. Geht doch schnell. Hör auf! Das sieht bei ihrem Bildschirm viel besser aus. Ja, was denn? Ich fand das gut. Bleib stehen. Nein, komm. Wir sollten nicht zu viel Blödsinn machen. Nachher werden wir hier abgeschossen, kriegen sie nicht mit. Ja, super. Dreht sich im Kreis. Ja, ich sehe das schon. Das ist toll. Was hat er? Er ist hungrig. Das ist, weil du meinen Kohl gegessen hast. Ja, genau. Oh, eine Brille. Oh, ich habe ein Wasteback. Hast du schon ein
Ein Rucksack oder sowas? Nein, ich hab noch. Ja, komm mal hier hoch. Aber, warte, ich hab ein Waistbag und Brille. Hast du das auch? Bist du da, wo ich bin? Nee, ne? Ja, aber die habe ich auch gerade gefunden. Kann ich das jetzt nicht veröffentlichen? Ist das das gleiche, was du hast? Darf ich das da nicht nehmen? Wieso kann ich das jetzt nicht mehr öffnen? Bist du bei mir? Nee. Ich habe das hier vorne gefunden. Das hier vorne in dem Schrank gefunden. Ja, aber ich kann das jetzt nicht mehr nehmen. Du sagst mir jetzt vielleicht hast du es da jetzt genommen, ach egal. Ach so. Nee, das soll es doch nehmen. Hätte sein können, dass es zweimal da ist. Was macht denn die Brille? Keine Ahnung. Besser Durchblick, besser Ziel. Ich hab jetzt eine Brille auf, willst du mal gucken? Und eine Säge. Boah, der sieht so noch beschissen aus. Warum? Guck her. Warte. Schick. Doch gut aus. Total. Besonders diese Lupenvergrößerung, diese Vergrößerung bei der Brille. Das ist, Gott. Nein, das ist keine Entspiegelung, was? Oh. Das ist aus wie Schokolade. Ja. Oh. Zum Glück ist es ja nur im Spiel so, nicht? Ich muss es ja nicht probieren. Hm. Ah. Oh, eine Zwiebel. Wie auch immer man die braucht. Wir nehmen alles mit, weil wir haben ja gemerkt, Kohl kann das Leben retten. Auf jeden Fall. Zwiebel könnte ja bei Krankheiten vielleicht noch was bringen, wenn das Spiel einigermaßen realistisch ist. Wenn sich eine Wespe sticht. Hier, oh, ich habe ein Küchenmesser. Sehr gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, versuch, wir finden du das Sachen mal gleichzeitig. Zu nehmen. Ich finde jetzt hier nichts mehr bei dem Schrank. Vielleicht ist das für uns beide im Haus, zwar im selben Haus, aber verteilt auf die Schränke. Aber ich kann das auch nicht nehmen. Zwei Plätze untereinander. Ach so. Brauchst du da? Hab ich, glaube ich, nicht. Komm auf Tab. Auf Tab. Oh, da sind Schuhe? Wo ist denn das Messer jetzt hin? Ja, du hast die Säge, hast du. Deswegen kannst du das nicht nehmen. Ich gehe mal weiter, ja? Ja, guck mal, ob du das Messer jetzt noch nehmen kannst. Ich habe ein Messer schon. Ich habe schon Küchenmesser. Ja, also zur Not kann ich auch hier ein bisschen Fleisch zeugen. Naja, Fleisch rausschneiden, so. So. Lustig, euch zuzugucken. Werde öfter vorbeischauen. Das Danke. Freut uns. Vielen Dank. Gut, dann sieht man sich bestimmt wieder. Bestimmt, ja, das würde uns natürlich freuen. Der Kurt ist auch öfter weil da. Weil mit euch haben wir auch sehr viel Spaß. Das ist halt einfach so. Es ist immer schön, wenn man interagieren kann mit den Leuten. Ja. Das macht uns auch viel mehr Fehlt. Und wenn man selber Humor hat, ist das noch umso besser. Da kann auch sein, dass ich da sehr speziell bin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind da schon. Eine Kirche. Eine Kirche? Eine Kirche, aber ist schon gelootet scheinbar. Eine Kirche oder eine Kirche? Kirche. Komm aus dem Rheinland, ich darf auch Kirche sagen. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? In der Kirche. Kirche. Ich kann jetzt Zäune zerschneiden, glaube ich. Toll. Ich meine, wäre cool, wenn man das kann. Oh, hier ist Moon, warte. Was 9 mm. Ich habe Platz, ich nehme die mal mit. Vielleicht brauchst du die später noch. Also, wer auch immer hier war, hat nicht alles mitgenommen. Ich glaube, ich bin sehr hungrig. Der Magen knurrt. Ich mag weder Kirchen noch Kirchen. Ja. Ich hatte früher auch immer Strohhelme. Die haben sich hervorragend zum Trinken geeignet. Strohhelme. Das sind Strohhelme, das weißt du, oder? Strohhalme. Oben gab es eine Wumme, jedenfalls, als ich angetestet hatte. Aber wenn schon gelootet worden ist, wahrscheinlich nicht. Ja, wir gucken mal oben. Du lauf mal hoch. Moment, ich nehme noch eine Kerze mit, bitte. Ich müsste jetzt noch ein Kerzchen anzünden. Such, Fiene, such! Hätte ja klappen können, oder? Nicht so genau. Zu Hause klappt das. Ich finde das nicht. Ich gehe suchen. Das ja, ist das da ist nicht. Aber so, wenn ich was. Also, wenn ich nach was. Ausschau halten oh, hier muss, ist eine muss. Tactical Sweater liegt da rum. Eine was? Eine taktische Jacke. Auf der Treppe. Ja, nimm die doch mit. Habe ich schon an. So. Der feine Herr von heute. Oh nein. Was?
Bin fast runtergefallen. Also hier oben ist keine Waffe mehr. Also im Glockenturm ist nichts mehr. Wenn die auch immer wirklich an denselben Stellen erscheinen. Major Pain Food? Mich würde mal... sorry. Mich würde mal interessieren, ob die jetzt in der Nähe sind, wenn wir das lesen können. Müsste ja eigentlich so sein, ne? Ich war eben... Ja, wo ganz anders, wo du warst. Und ich habe es trotzdem gucken können. Hier ist aber ein Fan, ein Scope. Hast du das nicht gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Kann ich das jetzt irgendwie? Das habe ich übersehen. Ausrüsten? Hast du den Altar durchsucht? Select. Das kann man nicht ausrüsten. Hast du den Altar geplündert? Ja, da war nichts groß. Ich habe mal kurz Ausschau, ob man... jemanden sieht, aber da ist ein Zombie da unten. Das sieht man, weil er so rumwankt und schwankt. Hier lauf ich. Ich setze mich hier hin und mache ein Päuschen auf dem Bänkchen. Mit einem Wölkchen? Neben dem Knoppers. Hat die Jacke übrigens auch schon. Oh, da sind zwei Zombies. Hast du die Jacke auch schon? Ja, die hatte ich auch schon. Uah, Zombie hat mich gesehen. Ich weiß nicht, ob die hier hochkommen. Versteck mich in der Kirche. Die waren da unten beim Haus. Hilf mir, ich hab keine Waffe. Nimm mal die Kappe. Welche Kappe? Die da liegt. Wo liegt da eine Kappe? Da rechts am auf der Bank. Da. Ich höre ihn, ich sehe ihn aber noch nicht. Da glänzt die Platte nicht so im Sonnenlichte. Nimm die Kappe für die Platte, ja. Ja. Das ist auch kein Sonnenstich. Du, mal ab und zu so auf die Knie wäre auch nicht verkehrt. Wie geht man denn auf die Knie? C. Crouch. Da. Guck mal, der ist da, wo ich eben war. Und versucht die Wand hochzukrabbeln. Du hast gar keine Waffe, ne? Nee, ich habe gar keine Waffe. Ja, dann lass mal das. Ich meine, ich habe die zwei eben auch zu zweit. Ich möchte da hinten in das Haus aber rein. Kann ich mich da lang krabbeln? Krabbel mich da einfach lang. Ciao, Bella. Geh mit der Gott, aber nicht ohne Gummi. So. Oh, der braucht noch einen Schuss, ja? Sind die kaputt? Ach, cool. Da kommt noch einer. Hinter dir. Ja, ich ignoriere den. Ich guck mir einen an, ja? Darf ich das? Tu, was du nicht lassen kannst. Gut, ordentlich Headshot. Vielleicht kann ich dir dann helfen. Arbeiterhosen. Ach, der Scope, Pfanne. Läuft. Achtung, Zone. Falsches Game. Was hatte ich denn hier in der Hose drinne? Wo hatten der jetzt überhaupt? Wo sind die Sachen von dem jetzt hin? Ach komm, egal. Hat bei dir gehabt? Ne, es war bei mir. Ich meine, er ist wieder hungrig. So, ein bisschen aufpassen. Die Schüsse hört man natürlich meilenweit. Ich wäre ja dafür, dass wir so ein Häuschen reingehen mal. Und ich... fände die Idee nicht schlecht, die hinter uns immer wieder zu verschließen. Ja, vielleicht wissen die dann, dass da jemand drin ist oder die meinen. Ja, dann sieht man das nicht direkt. Ja, andererseits vielleicht denken sie, ach, da war noch keiner drin, gehen wir mal rein. Ja, also das hatte ich jetzt so gedacht. Plan, nicht aufgegangen. Hier ist eine Schere. Haben wir irgendwo für eine Schere? Ja, wenn eine Kleidung kaputt oder klein schneiden willst, sonst nicht. Ich habe einen Regenmantel. Will ich meinen Regenmantel anlassen? Der hat zwei Taschen. Oh, den kann ich noch zusätzlich anziehen. Hervorragend. Ich habe so einen Hoodie gefunden. Ein Pulli. Es wird mir wahrscheinlich brüllend heiß. Ich esse mal ein bisschen rohes Fleisch. Das ist gut für die Gesundheit. Da wird man überhaupt nicht krank von. Da kriegst du gesunde Zähne von. Und Skorbut. Skorbut? Ja, wenn du kein... Gemüse und so ist.
Und kein Obst. Kohlenhydrate werden total überbewertet. Das sind Vitaminmangelerscheinungen. Und Vitamine auch. Oh, Beef. Irgendwas. Kann ich das essen? Nee. Letztes Mal hatten wir auch in irgendeiner Runde einen Dosenöffner. Ja. Konnten den aber nicht benutzen an der Dose. Wie sinnig. Und Orangensaft. Ich glaube, hier war noch nicht groß einer. So, wenn wir gleich genug haben, hören wir auf. Damit das gespeichert wird. Achso. Das bringt nichts. In der nächsten Runde kannst du genauso gut abgeknallt werden. Nein, ich spiele das Spiel nie wieder weiter. Ach so, ja, das ist eine gute Taktik. Die auch machst gut. Du einen Screenshot von der Mitte, sag ganz hier, ich bin so zu weit gekommen. Ist toll. Dürfen wir jetzt wieder raus? Wo bin ich? Wie komme ich runter? Oh, hast du in der Waschmaschine gucken? Wahrscheinlich, ne? Nee. Nein? War auch nichts drin. Ich bin jetzt auch ein bisschen paranoid, aber ich habe mal ein bisschen die Gegend im Blick. Schüsse eben, die sind schon ein bisschen verräterisch, ne? Hört man die soweit? Ja, ich gehe mal davon aus. Vielleicht kommt dann auch keiner hier hin. Hast du da eben eigentlich? Oh, hier ist ein Fass. Ein okay, Fässer. Wahrscheinlich drin geglitscht. Ein Fass? Ah, du bist auch da drin, wo ich bin? Bist du bei den Fässern? Ah ja. Hallo. Bist du nicht gerade an mir vor... Ja, bei mir ist es ein bisschen... Ich habe ein bisschen Schiss um den Server. Meinst du? Ist so rupselig. Lag da nicht eine Tasche auf dem Schrank? Ja, habe ich auch gesehen. Okay, ich meine, das war eine Kappe gewesen, oder? Wollen wir nochmal gucken gehen? Eine Tasche? Dann sollen wir nochmal rübergehen. Das ist ein guter Tipp, falls das so sein sollte. Ich meine, das wäre eine Kappe direkt am Eingang, meint ihr das? Direkt rechts, wenn du reinkommst, ne? Das war eine Kappe. Hast du das? Tut mir gefallen, bitte sag mir Bescheid, bevor du Türen öffnest. Ich habe eine Tür aufgemacht, jetzt mach ich eine Tür zu. Also hier in dem Schrank ist eine Kappe. Also hier das am Eingang ist eine Kappe. Okay, eine Kappe. Hat sich getan als Tasche, die Sau. Ja, okay. Eine Kappentasche. Möchtet ja, immer diese Kappen, die vorgeben, was anderes zu sein, das ist schlimm, ne? Wo gehen wir jetzt hin? Ins nächste Haus. Da bin ich quasi schon drin. Wo, durchs hier? Fenster, bitte. Und welches denn? Hier sind ja, viele. Nee, da, hier auf der Seite das. Da sind nur drei auf. Da bist du, oder? Ja, irgendwie schon. Ja, wenn der Kompass aus dem Fenster gehüpft. Ja. Ah, nee, das war ich. Alles gut. Ich hätte komisch, dass so eine große Stadt noch nicht. Du siehst immer beschissen aus. Ich hab den Hoodie schon. Ja. Ich hab schon einen an. Den kannst du noch drunter ziehen, wenn du das nicht schon hast. Also, es leckt aber gerade ordentlich. Zumindest ja, bei mir. Auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja, ich habe ein bisschen Angst um unsere Server. Ach, Stream läuft gut? Alles gut. Wenigstens etwas. Mhm. So, komm, lass mal weitergehen. Wenn wir schon mal hier sind, vielleicht finden wir noch ein anderes schönes Gebäude. Ich weiß nämlich nicht, ob in jedem Gebäude was zu finden ist, ob wir da auch nach bestimmten Ausschau halten sollten. Also da du in so einem Mikrohüttchen eben eine Waffe gefunden hast, würde ich dann mal erstmal, bis wir uns orientiert haben. Ja, ich kann, und wenn die Sachen immer in denselben... Ich kann, lass mal hier gehen. Rufus schreibt aber immerhin schon 49 Framepoints. 94. Ich habe auch schon 10 abgearbeitet. Reine Ansichtssache. Ja, aber dafür treffen wir auch keinen Mitspieler großartig, ne? Wobei die Möglichkeit besteht. Dafür, dass die Server so voll sind, hier ist kein Schwein. Ist schon interessant. Ja, ich denke mal, die werden sich alle, wie du sagtest, in den anderen Bereichen auf Bava halten. Beziehungsweise es hat sich ja eben irgendwann mal so ein Team-Deathmatch gestartet. Wo bist du jetzt? Mit dem Haus, mit der Leiter? Top bist du Players. Da? Hier, die haben schon, die sind, glaube ich, schon durch, ne? Ja, das ist ja auch riesengroß, das stimmt. Aber es wird sich ziemlich schnell rauskristallisieren, dass die an bestimmten Ecken hocken werden. Das ist aber immer so, das war damals bei DayZ auch. Ja. Linse für eine Kamera, okay. Aber das ist ja vollkommen normal. Ich sag ja, damals war es da auch der Flugplatz.
Can-Opener. Wo bist du? In dem Haus mit der Leiter. Aber wie benutze ich das jetzt miteinander? Ich weiß es nicht, ich hab's auch nicht hinbekommen. Theoretisch würde ich sagen, wenn es eins in die Hand nehmen? Ja, mit rechter Sunflower Seeds? Exame. Aber man kann hier Seeds anbauen? Ja, das wäre natürlich geil, ne? Also wenn jetzt so richtig hier doch ein Hütchen bauen könntest. Ich meine, bis jetzt geht ja nur die kleine Shelter. Oh, da haben wir noch eine Kerze. Ach. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Also ich habe jetzt eine Dose und einen Dosenöffner und komme aber nicht weiter. Weiß einer von euch zufällig, wie das geht? Ufus, kannst Sonnenblumen pflanzen. Häuschen dazu, noch ein paar Schafe, aber Selbstschussanlagen. Bienen, alles gut. Bist du da gerade reingekommen? Ich habe gerade eine Tür geöffnet. Bist du in dem Häuschen? Jetzt habe ich wieder eine Tür geöffnet. Ja, dann bist du das, okay. Wo bist du denn? Bist du da auch? Ich bin nebenan manchem Schuppen. So laut? Ja. Ich sage, die Schüsse wirst du bestimmt auch bald hören. Bei Escape von Tarkov soll es ja auch so extrem sein. Aber ich glaube, da gab es jetzt ein paar Bugs in letzter Zeit. Ich habe das noch nicht gezockt. Rufus schreibt, ich passe, was die Dosenöffner angeht. Ja, ich habe es auch nicht hingekriegt. Dose und Öffner war vorhanden, aber irgendwie hier liegt eine Schippe. Ja, hast du wenigstens eine Waffe. Ja. Bist du gewesen hier in diesem Schuppen hier? Mhm. Die Zombies sind ja auch unheimlich laut, obwohl die gefühlt noch 20 Kilometer weit weg sind. Ja, hier, guck mal hier vorne. Hier, da. Ah, danke. Supi. Wenigstens etwas. Ich kann wenigstens etwas machen, das stimmt. War sonst hier noch was drin? Nö. Ja. Zombie, okay. Geht der einfach, macht die Tür zu und haut ab. Sorry. Oh, Kacke, ist das ruckelig. Ja, da können wir auch mal gucken hier, warte mal. Ja, die Server laufen also nicht so sonderlich gut. Besonders jetzt sind es in Anführungszeichen auch nur 64 Slot-Server. Hast du einen Hut? Ja, hast du einen Cappy, ich hab ne? einen Cappy. Dem Spiel würden vielleicht... ich nehme aber lieber den Hut. So 108... Der Fischerhut hat doch manchmal... 128 gut tun. Waren wir hier gerade drin? Nee, ne? Hier waren wir nicht drin, oder? Wo? In dem Haus? Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, es stehen auch manchmal einfach so Türen auf. Nee, 64 sind bis jetzt Max. Ja. Deswegen, ja, also ich, bei der Größe, ich denke mal, das warst du, oder? Ja. Bei der Größe wären, glaube ich, 128 nicht verkehrt, aber das würde, ich glaube, der Server gar nicht packen von der Leistung her, wenn das jetzt schon so leckt. Ich habe noch einen kleinen Spaten gefunden. Guck mal, hier könnten wir uns einrichten und machen so ein bisschen Gartenarbeit. Natürlich. Jetzt sind hier in dem Haus reingegangen? Nee, ich hab nur die Tür unten zu. Ach, du bist schon wieder raus. Nee, ich bin in dem Häuschen nebenan gewesen, in diesem Gartenhütchen. Ich hab ein bisschen Salz gefunden. 100 ist in dem Hütchen was? Hier waren wir schon. Da war nur so ein kleiner Spaten drin, also ein Schüppchen. Ach so, da. Das habe ich jetzt auf den Rücken geschnallt. Mit was kann ich eigentlich hauen mit der Schippe? Wie Salz. Mit der linken Maustaste, oder was meinst du jetzt? Du musst sie anwählen auf 1? Oder wo hast du sie liegen? Auf 1 anwählen, dann mit linke Maustaste. Ah, okay. Jetzt habe ich das kleine Schippe. Ich kriege von die Paras. Weil zwar, dass sie in meiner Nähe ist. Oh, hier ist eine Waffe. Komm mal hier hoch. Das ist genau deine Knarre, um ehrlich zu sein. Shotgun. Genau. Nicht zielen, draufrotzen. Jawohl. Ich hab eine Brille an. Wo ist die denn? Hier oben? In dem Schrank, da rechts.
Sehr gut. So, performance-technisch ist da also noch einiges zu basteln für die Devs, ja, ich glaube schon. Aber die kriegen jetzt auch tonnenweise Live-Daten zwecks Verbesserung, ja. Ja, die hätten... Es ist ja noch eine Beta, ne? Ja, Early Access, tatsächlich. Ja. Aber man hätte, ich finde das ja nicht verkehrt, wie Project Hospital das macht, bevor das in die Early Access raushaust, dass du vielleicht ein paar Leuten mal eine Closed Beta oder sowas zur Verfügung stellst. Ich meine, so 2 Tage vorher das Spiel schon mal haben zu dürfen, da sind wir ja sehr dankbar für, weil das ist ja nicht jedem zuteil geworden, muss man dazu sagen. Das war schon toll, aber oh, jetzt komme ich nicht runter, weil du hochkommst. Aber ich denke mal, so eine Beta-Phase hätte dem Spiel auch gut getan vorher mal. Ja, komm runter, da oben ist ja nichts, oder? Nee, da oben ist nichts. Einfach um solche Sachen schon mal im Vorfeld auszumerzen.